Vor blauem Himmel wehen weiße Fahnen mit goldenen Lola-Statuen. Ein Fotograf richtet die Kamera auf Jannis Niewöhner. Sonne über Berliner Palais am Funkturm. In goldenen Lettern, Deutscher Filmpreis. Auf roten Bannern, Pressetag. Luna Wedler wird fotografiert und lächelt. Nominiertenabend. Benjamin Herrmann, Vorstandsvorsitzender der Filmakademie. Herzlich willkommen zum Nominiertenabend zum 71. Deutschen Filmpreis. Im Scheinwerferlicht Nico Hoffmann, Daniel Donskoy. Vor einer Leinwand ein Publikumsgespräch im Clubkino des Soho-Hauses. Einblendung, die Vorbereitungen. Ein Gabelstapler rollt am roten Teppich vorbei. Ein Schnittpult mit dutzenden Monitoren. Auf der Bühne wird ein Himmel projiziert. Eine Regieassistentin mit Maske. Draußen. Ein Nahverkehrsbus fährt vor. Zielort, Deutscher Filmpreis. Einblendung, der rote Teppich. Vor Kameras, Ulrich Mattes, Präsident der Filmakademie, und die Journalistin Hadnet Tesfay. Green Shooting ist ein großes Thema. Und dass wir die Idee hatten, das mit den E-Bussen hier vorzufahren, ist ganz toll. Ich freue mich heute Abend am meisten auf Lorna. Lorna Ishema, die nominiert ist als erste schwarze Frau. Die Filme sind einfach sehr, sehr gut. Absolut. Alle Leistungen dieses Jahr sind einfach überragend. Alle hätten es verdient. Die NachhaltigkeitsbotschafterInnen Lukas Reiber, Maria Ehrich und Lea van Acken. Was so toll ist beim Deutschen Filmpreis, dass man das Gefühl hat, dadurch, dass Nachhaltigkeit so ein wichtiges Thema ist, geht man nicht auf ein Event, wo einfach überall nur Pappbecher liegen und es wird alles so gewastet, sondern da sind einfach Menschen dahinter, die sich Gedanken machen, dass wir ja heute nicht die ganze Welt verschwenden. Mir bedeutet das ganz viel, weil ich das Gefühl habe auch, Thelma Burbank. So in der ganzen Branche wird es jetzt immer diverser und auch nicht nur sozusagen mundpropagandamäßig, sondern es wird jetzt auch umgesetzt und deswegen bin ich total froh, auch so Teil des Programms zu sein, auf der Bühne zu sein. Ich wollte gerne nominiert werden für die Rolle. Oliver Masucci, Gewinner Hauptrolle. Roter Banner, die Show. Der 71. Deutsche Filmpreis, live aus Berlin. Kino ist König, du sitzt wie auf dem Thron, auch wenn's keiner glaubt, du bist Kino-Nation. Auf der Bühne, Gewinnerin Nebenrolle, Lorna Ishema. Ich will unbedingt, dass meine Figuren gesehen werden. Liebe Senta, für uns bist du eine Löwin. Klaus-Maria Brandauer, Laudator Ehrenpreis. Senta Berger lacht. Standing Ovations, Ronald Zierfeld und Iris Berben. Daniel Donskoy auf der Bühne mit einem Tanzensemble. Er singt. Oliver Masucci. Herzlichen Dank. Leander Hausmann, lachendes Publikum. Ulrich Mattes neben Monika Grütters. Jetzt, wo die Kinos wieder geöffnet haben, da brauchen wir starke, mutige Filme. Jetzt bin ich doch echt gerührt. Maria Schrader im Livestream. Daniel Donskoy und Ensemble tanzen eine Choreografie. Die PreisträgerInnen springen synchron in die Luft. Gewinnerinnen, beste Hauptrolle, Maren Eggert. Ich bin total erleichtert. Das ist natürlich schon eine super Anspannung, da zu sitzen und zu hoffen, dass der eigene Name fällt. Es fühlt sich grandios an. Also ich bin völlig immer noch überwältigt. Lisa Blumenberg, bester Film. Beste Doku, Maria Speth. Es ist einfach großartig. Ich freue mich so für den Film und für die Menschen, die in diesem Film zu sehen sind. Es ist einfach so wunderbar, hier mit so vielen Leuten in einem Saal wieder zusammen zu sein und das, woran wir alle so gearbeitet haben, so feiern zu können. Ansgar Frerich, bester Kinderfilm. Die Party, eine Disco-Kugel. Am Mischpult zwei DJs. Draußen, es ist Nacht. Auf der Terrasse des Palais am Funkturm. Partygäste unter Palmen und Leuchtgirlanden. Deutscher Filmpreis, Hashtag Lola21.